Stell dir einen Hackel! Was machst du da hinter der Orgel? Ist da dein Hund? Kannst du nicht besser schauen? Schöne Musik. Sie heisst im Fall Luna, nicht Wimples. Ja, der Wimples ist auch kein Hund. Der Wimples sind wir. Du hast jetzt wieder. Kann man wieder spielen? Der große Landschaftsgärtner, nachdem er die Elemente geschmolzen und erst im Meere ausgeschickt hatte, formte mit Meeresablagerung kilometerdicke Kalkwellen und zog sie ans Trockene. Darüber aber hatte er 7 Kurfürsten geformt, Tasten einer Orgel gleich. Es fehlte der 8. Ton, der die Oktave geschlossen und himmlischen Klang ermöglicht hätte. Er formte aus Geröll mehrere Wesen, die diesen Ton suchen sollten. Vor den Kalkmassiven wühlten sie sich durch die Nagelfluh, bevor auch sie erstarrten. Der 8. Ton wurde nie gefunden. So warf er Quintenzirkel, die sich nicht sauber schlossen. Es entstand eine unbrauchbare oder stark verstimmte Quinte, die sogenannte Wolfsquinte, der sogenannte Orgelwolf. Geröllhunde heulten die Kalkalpen an, von der Hundwiler Höhe, übers Entlebuch bis in den Napf. Hechelnder Hund, Hausorgel spielend, die Krallen in den Tasten. Das Vereinszeichen, wie ist es zu verstehen? Ein hellbellender Hund war eines Morgens vor der Türe eines Handwerkers aufgetaucht. Lässt du mich ins Haus, so zeige ich dir, wie sich der Wind einfangen lässt, wie du ihn mit Holz und Metallen ummäntelst. Ich zeige dir, wie du mit Füßen und Fingern über ihn gebietest. Einzige Bedingung ist, dass fortan das Bild des orgelspielenden Tieres verbreitet werde. Hechelnder Hund, Hausorgel spielend, die Krallen in den Tasten, er spielt sich in Hitze. Ist der Mensch drinnen und draußen das Tier, hörst du es heulen vor der Tür.
Sind Mensch und Hund im Haus, geht der Wind ein und aus. Geht der Wind ein und aus.